Herzlich willkommen in Teil 2 Zwergrasseenten Zucht und Haltung Zuschauerfragen beantwortet. Teil 1 verlinke ich euch am Ende des Videos, falls noch nicht gesehen. Auch dieses Video habe ich wieder in Kapitel unterteilt, zu denen ihr bei Bedarf über den roten Zeitstrahl unten thematisch springen könnt. Großen Respekt und Lob verdient sich Ralf ganz besonders dafür, dass er sich auch vor der Frage nach den überschüssigen Enten nicht wegduckt, sondern klar und offen antwortet. Los geht's! Justus Stegemann, nicht ganz ausformuliert, aber ich glaube, trotzdem interessant. Einmal die Flugfähigkeit der Zwergenten. Also die Zwergenten, kann man sagen, sind flugunfähig. Die können mal über einen kleinen Zaun fliegen, aber dass die große Runden drehen, wie die Stock- oder Wildenten und dann abends nach Hause kommen, das ist da nicht gegeben. Also die sind dann schon so standorttreu und fast flugunfähig. Sag mal, Pi mal Daumen, Meter, Meter 20 oder? Ja, das können sie, da kommen sie schon rüber. Wenn sie sich erschrecken, kommen sie rüber? Ja, aber ein 2 Meter Zaun ist schon schwierig. Und ist wahrscheinlich auch, wie groß und schön der Auslauf ist, wenn er gut strukturiert ist und sie kein Bedürfnis haben, woanders hinzuwollen, dann reicht wahrscheinlich genau, weniger. Dann, ne? Sind sie zufrieden, da wo sie gerade untergebracht sind. Sollte der Zaun nach niedrig sein und Hanglage, dass sie schön Startbahn haben oder so, kann es schon mal passieren, dass mal eine wegfliegt. Das waren dann gerade auch die Anforderungen an die Einzäunung. Jetzt hier noch Kreuzung mit Wildenten, Fragezeichen. Sollte mal irgendwie eine Ente auf dem Teich landen, dann gehe ich schon davon aus, dass so ein Wilderpel oder Wildentenerpel so eine Zwergente auch tritt in der Zugzeit und dass die dann auch Küken haben, dass das funktioniert. Ja. Also es funktioniert. Also es ist nicht gewollt, aber es passiert wohl. Also das kann funktionieren, wenn es dann auch ungewollt ist. Und man sieht ja oft an den Teichen, dass da schon keine reinen Stock- oder Wildenten mehr sind, sondern dass die auch schon Weiß drin haben oder Latzzeichnungen, dass da schon irgendwie Hausenten schon mal eingekreuzt sind. Jetzt die Verschmutzung der Weide- und Teichfläche. Also die Verschmutzung von der Weide, wenn die Weide groß genug ist, dann machen die Zwergenten wenig Verschmutzung. Die haben einen kleinen Körper, die koten ja nicht so viel, als wenn man eine große Gans hat. Aber man muss sagen, wenn Mauselöcher in der Ausläufe sind und es regnet und da steht Wasser, dann machen die Enten auch aus so einem kleinen Mauseloch ein Schlammloch. Und von den Teichflächen, die Verschmutzung, das ist schon erheblich, auch bei uns bei den Duschbecken. Da muss man ganz klar sagen, die müssen jeden Tag gereinigt werden mit frischem Wasser, weil die koten da rein. Ist im Wassergeflügel, die halten sich gerne im Wasser auf. Die schleppen da Erde und Sand oder Grünzeugs rein. Und da wundert man sich manchmal, wo das alle herkommt. Ja, aber die scharren nicht wie Hühner. Also die Rasenfläche ist wahrscheinlich, sieht lange schön aus. Ne? Genau, scharren tun die gar nicht. Die haben ja eben keine Krallen um Hühner. Wie die Hühner und da hat man keine Probleme. Mhm. Gewürz-Uschi. Wie laut ist welcher Farbschlag? Also da kann ich das im Grunde nicht beantworten. Weder mit dem einen Farbschlag das zuordnen oder dem nächsten Farbschlag das zuordnen. Wir haben nur die wildfarbigen. Aber glaubst du tatsächlich, es gibt Unterschiede in der Lautstärke? Ich kann mir vorstellen, dass welche Farbschläge ruhiger sind. Man sagt das manchmal, der oder der Farbschlag ist ruhiger, der eine oder andere ist wieder ein bisschen lauter. Also wir haben nur den wildfarbigen Farbschlag und da muss ich sagen, der ist schon laut. Und komischerweise sind es nur oft die Enten, nicht die Erpel. Und da haben die Enten das größere Wort. Können die einen Krähruf vom Hahn übertönen? Ja, wenn die richtig loslegen und richtig an zu schnattern fangen oder zu schnatschen. So ein Krähruf ist dann ja einmal kurz oder wiederholt sich und so eine Ente, die ist immer am Schnattern. Also und die schnattern auch, wenn ein Blatt vom Baum fällt, dann sind die schon am Schnattern oder wenn ein Fußgänger irgendwie oder ein Fremder kommt, das merken die sofort. Ich denke gerade so ein bisschen so an Wachhunde oder die Akropolis, aber das waren Gänse, die dann die Soldaten geweckt haben, als Feinde sich näherten. Ne? Das aber waren Gänse, aber die Zwerghänden werden dafür auch zu gebrauchen. Ist es im Wohngebiet dann auch, müsste man vorher fragen oder es könnte Ärger geben, wenn man dann eine Zwergentenzucht im Wohngebiet anfängt? Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall Ärger gibt, wenn man ein Pärchen hält
dann wird das keine Rolle spielen. Aber wenn man beabsichtigt, eine Zucht damit anzufangen oder auch mal ein Gelege ausbrüten zu lassen und man hat nachher 10, 12, 15 Tiere, dann ist das schon eine Beeinträchtigung. Das sollte man mit den Nachbarn schon abklären. Oder man wohnt auf dem Dorf oder Ortsrandlage, da ist das problemlos. Aber wer im Stadtgebiet oder reinen Wohngebiet wohnt und möchte sich Zwerghennen halten, da ist das schon schwieriger und das sollte auf jeden Fall vorher abgeklärt werden, nicht, dass das große Erwachen hinterher kommt. Mhm, ja. Muss man sie zwingend in einer Voliere halten? Tja. Nein, in einer Voliere muss man sie nicht halten. Aber könnte man? Könnte man, aber keine kleine Voliere, es muss schon größer sein, weil er auch dem Wasser angeboten werden muss. Und wenn die Voliere klein ist, ist sie ja schnell verschmutzt und immer unten der Boden feucht. Also da wäre schon was Größeres angedacht. Ja, jetzt die Frage haben wir schon zum Teil beantwortet. Darf sie jeder halten wegen der Lautstärke? Also als Kleintiere zählen sie ja auch, ne? Also die Enten könnte jeder halten, aber auch wegen der Lautstärke. Aber, jetzt kommt wieder aber. Man muss das abklären, nicht, dass die Nachbarn sich beschweren und sagen, das ist zu laut. Das ist hier genauso bei den Zwerchenten, wenn die laut sind, als wenn man einen Nachbarn hat, der sich über einen Hahnenschrei stört. Ja. Und dann sollte man das schon abwägen, aber ein Pärchen, das fällt für mich nicht ins Gewicht. Und würden die denn auch nachts oder früh morgens schon schnattern oder erst, wenn die Klappe auf ist? Also nachts im Stall sind die ruhig, wenn die ruhig da drin liegen. Es sei denn, die sind durch irgendwas aufgeschreckt oder Beunruhigungen, die außerhalb des Stalls stattfinden, dann sind sie schon mal das eine oder andere Mal am Schnattern, aber ansonsten erst morgens. Sehr schön. Aber auch nicht den ganzen Tag. Das soll man sich jetzt nicht vorstellen, dass die nur den ganzen Tag Krach machen, sondern immer zu gegebener Zeit. Okay, also eine Pflichtimpfung bei Enten gibt es nicht? Nein. Gut. Würdest du denn eine Impfung empfehlen? Nein. Okay. Das Einzige ist, bei unseren Enten, da wird hin und wieder mal eine Wurmkur gemacht. Kannst du es auch mit Knoblauch in die Tränke oder machst du? Ja, wir nehmen jetzt vom Tierarzt ein Mittel, was wir auch den Hühnern verabreichen. Aber ich glaube, wenn man jetzt Knoblauch in die Tränke oder irgendwie mit Kräutern und sowas was macht, das wirkt ja auch wurmtreibend und das kann auch helfen. Ja. Finja mit Hund und Huhn. Paarhaltung oder nur Mädels möglich? Also kann man auch einfach nur drei weibliche Enten halten? Ja, also Paarhaltung wäre das Optimale oder eben ein Erpel und zwei Enten. Man kann auch zwei oder drei oder vier oder fünf nur Enten halten. Aber wenn die Eier denn legen oder wenn die legen sollten in der Zuchtzeit, dann hat man eben unbefruchtete Eier. Ja. Dann ist keine Zucht möglich und die Enten beißen sich nachher gegenseitig und am schlimmsten ist es ja, wenn man drei, vier Enten nur Erpel zusammenhält und gerade in der Zucht- oder Balzzeit, dann beißen die sich doch die Erpel. Flügel beschneiden wegen der Flugfähigkeit, aber da hast du gesagt, die Zwergenten braucht man also eigentlich nicht. Also die Zwergenten muss man eigentlich nicht schneiden. Die sind eigentlich nicht so flugfähig, sollte mal die eine oder andere dabei sein, die unerwartet fliegt, dann kann man schon die eine oder andere Feder rausnehmen oder rausschneiden. Dann auf einer Seite nur, ne? Ja, eine Seite, aber es kann auch sein, wenn das nicht hilft, dann muss man beide Seiten nehmen und man kann die Federn ja auch so schneiden, dass die überdeckt sind, die anderen, dass das nicht den Flügel komplett abschneiden. Das sieht immer ein bisschen ungeschickt aus, sondern bestimmte Federn rausnehmen, dass welche das noch abdecken. Das, was abgeschnitten ist, dass das im geschlossenen Schwung so aussieht, als wenn die Ente gar nicht beschnitten ist. Ja. Oder der Erpel. Man sollte aber die Federn schneiden, nicht ziehen, weil wenn man die Federn zieht, die wachsen ja neu und frisch wieder und dann ist die Ente in 4 oder 6 Wochen wieder flugfähig. Ja. Dann die Frage, mausern die denn dann sowieso auch im Herbst für die Hühner? Die Enten mausern, aber die fangen jetzt schon an zu mausern, Juni, Juli. Dann kriegen so die wildfarbigen Zwerchenten die Erpel, da wird das Perlfeld weg. Die gleichen sich der Wildfarbe von den Enten mehr an. Da ist das Schmuckgefieder weg, dass sie über Sommer fast gleich aussehen. Und nachher zum Herbst hin, wenn die neuen Federn kommen, dann kommt wieder Schmuckgefieder, das Perlfeld. Dann sehen die Erpel auch wieder wie Erpel aus und die Enten wie Enten. Dann sind die über Winter bis zur Paarungs- und Zuchtzeit wieder schön und machen auf sich aufmerksam. Aha.
Und dann im Sommer gehen die Erpel wieder auf die Wildfarbe und dann im Herbst schon wieder auf die Erpelfarbe? Ja. Das heißt, die haben zweimal dann? Ja. Okay. Das ist interessant. Welche bekannten oder häufigen Krankheiten und Parasiten gibt es bei den Zwergenten? Krankheiten sind uns eigentlich gar keine bekannt. Die sind robust. Man muss schon mal gucken, ob da irgendwelche Milben und Zecken sind. Aber die Tiere sind, also das Ungeziefer ist nicht dumm. Die wissen, die Ente badet im Bauch oder unterm Bauch und so, brauchen wir uns nicht aufhalten. Da kriegen wir einen nassen Hintern. Die Ente ist auf dem Wasser. Im Hinterhalsgefieder, wo die Ente nicht mit ihrem Wasser ist, da muss man gucken, wegen irgendwelchen Federlingen und Milben mal. Die muss man dementsprechend einpudern oder auch besprühen, weil da halten die sich eher auf. Da kommt die Ente mit dem Schnabel nicht dran in den Nacken und kann sich die lästigen Plagegeister selber abschütteln. Und unterm Bauch oder der Hinterteil, der ist immer im Wasser und da halten die Parasiten oder die Milben und so sich auch nicht gerne auf. Mhm. Und eben mal eine Wurmkur machen, das ist auch schon mal wichtig. Die rote Vogelmilbe, ist die auch so ein Thema wie bei den Hühnern? Nein, die ist bei den Enten gar kein Thema. Die ist hauptsächlich bei Hühnern. Super. Und ein Staubbad? Machen Nein. Enten auch Staubbad? Nein, gar nicht. Okay. Die haben das Wasser, um sich zu reinigen und alles zu machen. Also die machen keinen Staubbad. Was wäre jetzt mit so Obst und Küchenresten, Schnippelreste oder Nudeln, Reis oder sowas? Was man manchmal wir füttern das unser nicht. Wenn sowas ist, das kriegen ja eher die Hühner. Und aber jetzt Gartenabfälle, irgendwelches Grün oder Reste vom Salatkopf, das sind schon Leckerbissen, die Enten auch gerne nehmen. Jetzt kommt eine etwas ketzerische Frage von Birger. Ursprünglich fing ich als Teenager mal mit Stockenten an. Aber was macht man mit Zwergenten, die noch viel kleiner sind? Zum Essen quasi ungeeignet und sich großziehen ohne Perspektive macht auch wenig Sinn. Wer schon mal versucht hat, eine Ente zu rupfen, der weiß, das ist eine elende Arbeit. Also was macht man mit diesen Ziervögeln, wenn man einige hübsche hat? Also das ist so, die liefern trotzdem schmackhaften Braten. Es macht zwar Arbeit, die Enten zu rupfen, aber wer züchtet, das sollte sich auch bewusst sein, dass nicht alle Tiere behalten werden können. Und da muss das ein oder andere Tier auch in die Küche wandern. Und man weiß ja selber, wo man die Tiere mit gefüttert hat. Die sind auf grünen Rasen gelaufen. Was Besseres kann man eigentlich gar nicht woanders kaufen. Auch nicht im Bioladen. Da sollte man schon so eine Zwerchente, die kann man auch gut essen. Oder man füllt die noch mit Mett. Schön in so einem Bratentopf, noch mit Gemüse ringsrum und das im Backofen, im Bräter fertig macht. Also das ist schon schmackhaft. Okay. Es ist zwar jetzt kein großer Braten, aber wenn man Familie hat oder mehr Leute am Essenstisch sind, dann gibt es eben eine Ente mehr oder zwei mehr. Okay. Und so gleicht man das aus, dass alle satt werden. Ich muss mal klar sagen, eine Zwerchente ist nicht wesentlich kleiner als eine Stockente. Die Ente ist gedrungen, hat nicht so lange Läufe und auch nicht so einen langen Schnabel. Der Schnabel ist kürzer und alles und deswegen wirkt die Ente auch, die ist nicht so lang im Körper, zwar ein bisschen gedrungener, so eine Stockente hat mehr die Bootsform, ist länglicher und wenn man da den Hals und den Kopf und alles, die längeren Beine und so abzieht, dann würde ich sagen, vom Körper nimmt sich das nicht viel. Aha. Gecko Playing HD. Mich würde interessieren, wie sich geschmacklich Enteneier von Hühnereiern unterscheiden. Also wir haben noch keine Enteneier gegessen, weder gekocht. Das macht man bei den Enten eigentlich nicht, dass man die isst, weil die auch anfällig auf Salmonellen sind, die Enten. Und deswegen werden Enteneier eigentlich nicht gegessen. Wo man die gut zu gebrauchen kann, wenn man noch einen Kuchen backt oder so, dass man das mit Enteneier macht. Weil der Kuchen ja durchgebacken wird, richtig erhitzt wird, da dann keine Probleme entstehen. Du hast davon ein Ei liegen, ne? Weil die Enteneier, die haben ja auch eine tolle Farbe, ne? Ja, die sind so ein bisschen grünlich, die Enteneier. Und die sind gar nicht so klein. Wenn man bedenkt, so eine kleine Ente, wollen wir mal gucken.
Dies ist jetzt ein Zwerghentenei. Oh. Die nackte Hand reicht auch. Ne? Dies ist jetzt ein Zwerghentenei. Ach, im Schatten einer Sonne ist es zu dunkel. So? Ja, guck mal. Dies ist jetzt ein Zwerghentenei. So richtig bläulich, ne? Ja, so grünlich. Bläulich haben die Farbe und die Größe wie so ein Zwerghuhnei. Bestimmt 45 Gramm. 40 Gramm, 40, 45 Gramm schwer. Und hat auch eine schöne Eiform. Das wäre jetzt so auch als Brutei geeignet. Kann man Entenküken auf sich prägen, dass die dann quasi mehr oder weniger zahm werden? Oder kann man sie überhaupt so weit zähmen, dass ja, man kann die Enten schon zähmen, wenn man sich da jeden Tag mit beschäftigt. Das ist ja auch eine Sache vom Halter, wie er mit den Tieren umgeht und wie er auf die Tiere drauf eingeht. Und wenn die jetzt nicht von einer Entenmama oder von einer Hühnerklucke großgezogen werden und auf den Menschen fixiert sind und immer schön mit Leckerbissen gelockt werden, also die werden schon zutraulich, so eine Zwergente. Das ist wie Konrad Lorenz mit den Gänsen. Oh. Würdest du trotzdem sagen, die Zwergwehrendorten, die kriegst du noch schneller zahm oder ist es sehr, sehr ähnlich? Ja, ist ähnlich, aber ich würde sagen, die Zwergwehrendorten kriege ich eher zahm. Okay. Und was wäre ein Leckerli, das man so an die Hand gewöhnt? Also Leckerli ist schon, dass man ein bisschen hier Salat oder ein paar Würmchen oder dementsprechend Garnelen, wenn sie die kennen, da sind sie ganz scharf drauf. Und dann eben extra noch so ein Sea Duck, so Algenpresslinge und die man aufs Wasser schmeißt, die sie denn gerne fressen. Jetzt würde ich noch gerne wissen wollen, wie bist du zu den Zwergenten gekommen? Also zu den Zwerghänden muss ich sagen, ich bin vor 35 Jahren, habe ich mal auf einer Ausstellung Zwerghänden gesehen. Da habe ich den blau-gelben Farbenschlag, habe ich mir einen Erpel und eine Ente gekauft und habe mir noch ein Jahr später eine zweite Ente dazu geholt, aber vom anderen Züchter. Und da bin ich auf Zwerghänden gekommen, habe die aber unten in der Taubenvoliere laufen gehabt und habe da keine befruchteten Eier von gehabt. Und bin dann so nach 2, 3, 4 Jahren wieder von den Zwerghänden abgekommen. Und mittlerweile jetzt, schon seit einigen Jahren, haben wir die immer noch, und mein Sohn auch und ich, sehr schön gefunden und haben durch einen bekannten Züchter Tiere bekommen und haben da Kontakt aufgenommen. Der hat auch meinen Sohn gefördert mit Tieren und kostenlos erstmal Pärchen und hinterher noch eine Ente und noch mal ein paar Tiere zur Verfügung gestellt. Und so sind wir jetzt zu den Zwerghänden gekommen und haben da mittlerweile unsere Freude dran. Und es ist ja auch schön, wenn man so junge Enten sieht, wenn die geführt werden von einer Hühnerklucke. Die sind eben schön flaumreich und sind richtig niedliche Tiere am Anfang. Nachher, wenn sie den Mausern und Gefieder kriegen, dann kann man schon mal sagen, das ist hässliche Entlein. Aber wenn die klein sind, hat man schon seine Freude dran. Ja, herrlich. 3 weitere Rasseenten-Videos sind bereits in Arbeit. Geschlechtsunterscheidung Erpel und Ente inklusive Handbesprechung von Zwergenten in Wildfarben. Und die Brut von Rasseenten, Kunstbrutprozedere sowie Naturbrut mit Ente und mit Hühnerglucke. Und Entengartenrundgang mit Tipps von Zuchtfreund Ralf. Drückt den Daumen hoch und kommentiert, falls noch nicht getan. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Dr. Bene.